Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ihr seht ihn hier vor mir, den Logitech Harmony Hub, und in dem Video möchte ich euch heute kurz zeigen und erklären, was das Gerät eigentlich ist und was er so kann. Ja, ganz viele von euch haben bestimmt schon mal von dem Logitech Harmony Hub gesehen. Hier hinten seht ihr die Verpackung und ihr seht ein Smartphone darüber. Und es ist eine kleine Kiste, die sozusagen eine multifunktionale Fernbedienung ist und die durch euer Handy quasi erweitert wird. Das Besondere an dem Harmony Hub selbst ist, dass er mehrere Befehle zu unterschiedlichen Geräten gleichzeitig senden kann. Das heißt, ihr habt zum Beispiel einen Fernseher, einen AV-Receiver und einen weiteren Receiver, zum Beispiel von Sky oder zum Fernsehgucken allgemein, sind quasi drei unterschiedliche Geräte, wofür ihr drei Fernbedienungen benötigen würdet, um dann letztendlich einfach Fernsehen schauen zu können. Einmal Fernseher anschalten, einmal AV-Receiver anschalten, um das Signal und den Ton auszugeben, und als drittes den Receiver, um das eigentliche Fernsehsignal zu empfangen. Ist natürlich sehr unkomfortabel, eine ganze Batterie an Fernbedienungen darum liegen zu haben, und genau hier kommt jetzt der Logitech Harmony Hub ins Spiel. Ihr könnt mit dem Gerät eure vorhandenen Geräte hier einpflegen. Da hat Logitech selbst eine große Datenbank, wo wirklich nahezu alle elektronischen Geräte, die per Infrarot gesteuert werden können, oder auch per Bluetooth wohlgemerkt, hinterlegt. Ihr gebt die einfach dort ein, die werden hier hinterlegt, und dann könnt ihr genau einstellen, was ihr machen wollt. Ihr sagt zum Beispiel, ihr möchtet Fernsehen gucken, richtet das Ganze dementsprechend ein, drückt hinterher auf den Knopf Fernsehen, der in eurer App angelegt wurde, und schon schalten sich alle drei Geräte auf einmal an, sodass ihr gar nichts mehr tun müsst. Die Standardfunktionen bleiben natürlich auch erhalten. Bedeutet, ihr könnt weiterhin Kanalwechsel machen. Dementsprechend würde dann der Kanalwechsel natürlich auf eurem passenden Receiver stattfinden. Wenn ihr die Tonlautstärke erhöhen wollt, passiert das natürlich auf eurem AV-Receiver, dass dort eben der Ton lauter gestellt wird, nicht im Fernseher. Also es ist wirklich eine sehr ausgeklügelte und wirklich hilfreiche Angelegenheit. Ich habe das Gerät bereits seit etlichen Jahren im Einsatz und möchte es überhaupt nicht mehr missen. Und deswegen wollte ich euch das mal vorstellen, weil ich immer wieder gehört und gelesen habe, dass viele noch gar nicht so genau wissen, was das eigentlich ist. Genau, ich habe es vorhin schon mal im Fließtext erwähnt. Der Logitech Harmony Hub überträgt Infrarotsignale, unter anderem auch Bluetooth-Signale. Wichtig zu wissen ist, dass er keine Funksignale übertragen kann, und einwählen tut er sich natürlich zu Hause bei euch ins heimische WLAN. Das heißt, klar, der Hub verbindet sich mit eurem WLAN, und so habt ihr die Möglichkeit, mit eurem Handy darauf zuzugreifen. Ansonsten, das Gerät selbst ist so eine kleine schwarze Box. Hier unten habt ihr eine kleine LED, die euch symbolisiert, ob das Gerät gerade on oder offline ist. Wenn alles in Ordnung ist, ist die LED grün, ansonsten rot. Und hier hinten haben wir noch ein paar Ein- und Ausgänge. Das ist einmal ein Reset-Knopf oder zum Pairen, um das Gerät erstmalig einzurichten. Hier über den Micro-USB-Anschluss versorgt ihr das Gerät mit Strom. Und hier sind nochmal zwei weitere Ausgänge. Da gibt es zusätzlich so einen weiteren kleinen Infrarotsender, den ihr dort per Kabel verbinden könnt. Wichtig zu wissen ist natürlich auch, dass das Gerät wie eine richtige Fernbedienung genau immer im Sichtfeld eurer anzusprechenden und anzusteuernden Geräte ist. Wie mit einer richtigen Fernbedienung eben auch. Ansonsten, ich habe es erwähnt, die Routinen bzw. Aktionen, heißen sie bei Harmony, sind das große und wichtige Feld, was das Gerät so einzigartig macht und auch die ganzen Vorteile hervorruft. Wichtig zu wissen ist auch, dass ihr natürlich auch Glühbirnen von Philips Hue zum Beispiel steuern könnt. Das funktioniert natürlich, indem ihr auch von Philips Hue das Gateway habt, und so können beide Geräte miteinander über das Internet kommunizieren. Ich habe vorhin von der Aktion Fernsehen gesprochen. Ihr startet alle eure Fernsehgeräte oder die Geräte, die dazu benötigt werden. In dieser Aktion könnt ihr dann eben auch von Philips Hue zum Beispiel Lampen mit einfließen lassen und auch gleichzeitig noch irgendeine ambiente Beleuchtung anschalten, wie sie euch gefällt. Gut, dann schauen wir uns doch jetzt mal kurz die App an. So, ihr seht jetzt hier die App, wie sie erscheint, wenn das Gerät gestartet ist. Ich musste den Harmony Hub gerade an den Strom anschließen, damit ich natürlich mit dem Handy eine Verbindung aufbauen konnte. Und jetzt seht ihr hier oben meine Aktionen, die ich festgelegt habe. Musik zum Beispiel bedeutet für meinen Aufbau, dass einfach nur der AV-Receiver eingeschaltet wird, weil ich darüber jetzt im Wohnzimmer Musik höre. Spielen ist der AV-Receiver, der Fernseher und meine PlayStation 3. Da bin ich noch ein bisschen hinten dran. Aber da ich nicht so der Konsolenmensch bin,
Ja, habe ich halt eben noch eine PlayStation 3, die kann man übrigens auch einbinden. Fernsehen ist die Aktion, von der ich vorhin schon mal gesprochen habe. Dann gibt es noch Smart TV. Das bedeutet einfach, dass ich den Kanal selbst auf dem Fernseher bzw. eine andere Quelle da einschalte. Da gibt es ja verschiedene HDMI-Eingänge und auch da kann ich wieder den passenden auswählen. Und selbes gilt noch hier für den Fire TV. Ansonsten habt ihr hier noch das Tab Geräte. Dort seht ihr alle hinzugefügten Geräte, von denen ich gerade auch gesprochen habe. Unter anderem auch die Leuchten und hier über das Menü habt ihr auch verschiedene Möglichkeiten, das Gerät abzudaten und so weiter und so fort. An der Stelle möchte ich jetzt auch gar nicht weiter in die Tiefe dieser App eingehen und die ganzen Möglichkeiten, weil das würde an dieser Stelle einfach zu weit führen. Ich habe euch unten auch einen Link reingesetzt, der direkt auf die Logitech-Seite verlinkt, wo ihr eure eigenen Geräte eingeben könnt und gucken könnt, ob die auch kompatibel sind. Wie schon eingangs gesagt, das sind eine Unmengen von Geräten, die dort hinterlegt sind. Das ist wirklich eine geniale Erfindung. Ihr gebt euer Gerät ein, wie hier auch, und schon sind alle Befehle virtuell quasi in diese neue Fernbedienung übertragen. Es gibt auch das Ganze noch als Companion und als Elite-Version. Da ist dann auch noch mal quasi eine Hardware-Fernbedienung mit dabei. Ist hier jetzt auch eingepackt. Ihr seht sie hier auf der Seite im Bild noch dabei. Genau, habt also auch die Möglichkeit, unabhängig von eurem Smartphone noch zu agieren. Ja, ich hoffe, dass euch das schon mal jetzt einen Überblick geben konnte und einen kleinen Eindruck dazu, was der Harmony Hub so kann und was er so ist. Wie gesagt, kein ausführlicher Testbericht, das würde einfach zu weit führen. Ich hoffe, das Video konnte euch in diesem Sinne schon mal ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen haben solltet, einfach unten in die Kommentare. Eins habe ich vergessen, ganz wichtig. Natürlich könnt ihr den Harmony Hub auch per Sprache bedienen. Ihr habt also auch die Möglichkeit, noch zusätzliche Dienste wie IFTTT, Amazon Alexa etc. pp. Zu nutzen. Und so ist es natürlich auch möglich, euren Fernseher und einen Kanalwechsel per Sprache durchzuführen. Ganz wichtig, wie konnte ich das eigentlich nur vergessen? Gut, mir ist es noch eingefallen, ich habe es hinzugefügt. Wie gesagt, wenn ihr Fragen haben solltet, einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Wenn ihr den Kanal abonniert, freue ich mich noch mehr. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.